Ein Wintermorgen in der Abtei St. Gertrud in Tettenweis. Die Steppdeckennäherei ist einer der Betriebe im Kloster und bekannt bis in die USA. So gut ist der Ruf der Decken und Kissen, die hier seit fast 90 Jahren hergestellt werden. Schwester Lioba leitet die Näherei seit 1975. Sie erklärt, was dahinter steht. Die Steppdeckennäherei ist eine Erwerbsquelle für unser Kloster, weil von der Luft kann man nicht leben. Und es ist eine sehr gute Erwerbsquelle. Wir stellen Betten her, in Form, jeder Größe, in jeder Machart. Wir können alles selber machen. So weiß man schließlich, was drin ist. Die Näherei hat sich in all den Jahren auch verändert. Wir waren zuerst nur Schwestern, die das gemacht haben. Aber eine nach der anderen fiel dann weg, weil die Schwestern werden älter. Dann haben wir eben mit weltlichen Arbeitskräften weitergemacht. Die Daunen werden gewogen und in Decken oder Kissen gefüllt, das Inlet vernäht und gebügelt. Nebenan duftet es nach frischem Teig. Hier werden Nudeln in allen Variationen hergestellt. Die meisten gehen in den Versand. Es gibt sie aber auch an der Pforte und in Klosterläden. Bei Äbtissin Bernarda Schmidt laufen alle Fäden zusammen. Sie erklärt die benediktinische Regel. Ordensleute sollen von ihrer Hände Arbeit leben. Wäre denn ein Alltag ohne Arbeit überhaupt denkbar? Nein, ich muss immer was arbeiten. Nein, man kann nicht den ganzen Tag beten, das geht nicht. Freilich gibt das Gebet den Rahmen im Leben der 10 Schwestern vor. Das Morgenlob um 5:30, Betrachtung, heilige Messe, Mittagshore, Vesper, Lesung und schließlich das Nachtgebet. Die Schwestern hören das Wort Gottes. Und dann gebe ich Antwort. Ich gebe die Antwort mit den vielfältigen Gebetsformen, die wir pflegen, das gemeinsame und das persönliche Gebet. Und ich gebe Antwort mit meinem Tun. Also alles, was ich tue, sei es auch Essen, egal, Putzen, Verwaltungsarbeit oder in der Steppdeckennäherei oder Nudelproduktion, was auch immer, geschieht nach unserer Auffassung alles zur Verherrlichung Gottes. Antwort geben im Beten und im Tun. Das ist für Schwester Teresa geweihtes Leben. Und immer wieder Ja zu sagen zur Berufung und vor Gott.